je nachdem, was frei ist. Irgendwie ist auch das nächste Mal frei. Und jetzt gibt es schön Waden. Und da hat jemand auch ganz, ganz sehr viel Bock drauf. Was geht ab, YouTube? Willkommen zu meinem ersten Gym-Vlog. Das wird jetzt, jetzt nur die Morning-Routine, nur ein kleiner Teil davon, weil ich mache jetzt nur mein Biking-Shake als Pre-Workout-Meal. Oh, nicht mal Pre-Workout-Meal, das ist nicht mal ein Pre-Workout-Meal, das ist mehr eine Art, kann man sagen, einfach nur ein Meal mit viel Proteinen, viel Kalorien, um in den Tag zu starten. Sonst ist es das Ganze ja nichts wert. Ich mache den Biking Shake, den Siva macht. Dafür braucht man Erdnussbutter, Blaubeeren, eine Banane, Haferflocken, Milch und Proteinpulver. Ich benutze nur bei Milch. Eigentlich macht er Wasser, aber ich benutze Milch wegen mehr Kalorien, mehr Protein. Den lege ich gerade alles zusammen. Dann kleine Timelapse und dann sehen wir uns gleich wieder, nachdem ich zum Weg zum Friseur war. Weil wie ihr seht, alle sind zu lang. Immer wieder Zeit für Schnitt. So, das Setup ist aufgebaut. Jetzt die Haferflocken klein machen in diesem Mixer. Der ist so alt, ich habe langsam Angst, dass er einfach hochgeht, wenn ich ihn benutze. Hier. Ja, jetzt wünsche ich, wenn mein Tripod angekommen ist, noch nicht. Komm. In den folgenden Vlogs werden Tripods da sein, sehr wahrscheinlich. Ich probiere es. Jetzt so, jetzt messen wir kurz die Haferflocken ab, weil wir brauchen 120 Gramm Haferflocken. Ist auch egal. Rein. So, Milch ist drin, Beeren sind drin, Banane ist drin. Hier ist das Hafermehl, kann man schon sagen. Das kommt danach rein, weil dieses Ding hat nicht genug Volumen für alles. Und dann kommt noch Erdnussbutter und ESN Designer Whey rein. Peach Joghurt. Echt ein guter Geschmack. Und ESN sowieso gutes Proteinpulver. Ist übrigens nicht gesponserte Werbung. Bitte sponsert mich ESN, bitte. Hafermehl ist drin, jetzt schön 2 Scoops Protein. Oh. Dann adde ich noch ein bisschen Kreatin dazu. Dann muss ich es nicht nachher nehmen mit irgendwas anderem, mit Wasser und dann das ganze Pulver, das Knistern davon schmecken. Also machen wir das Kreatin jetzt schon rein. So, jetzt kommt noch die Erdnussbutter und dann noch einmal durchmixen, dann sind wir auch schon fertig mit dem Shake. Zurück in der HQ, vielleicht habe ich jetzt ein bisschen weniger Videoqualität. Das liegt am Speicher und so. Android. So, der Shake ist gemacht. Ich trinke den jetzt, weil er ist eigentlich perfekt fürs Bulken. Ich bin aber gerade eher am Maintain, aber ich denke schon, dass ich bulken werde diesen Winter. Weil ich bin gerade mal 18 so. Es ist, also was ist 80, ich bin 17, fast 18 so. Ich habe gerade so viel Testosteron in mir, warum soll ich jetzt cutten? Gott sei Dank hat mich da mein Kollege Milos, grüß Herr Milos, von abgehalten. Ja, jetzt trinken wir das weg. Da ist die Gin Bag, die bereite ich gerade vor und dann let's go. Wir sind back. Es ist, wie viel ist es? Kurz vor spät, warte kurz. Sag mal, ja. 15:08. 15:38 sind wir im Gym und trainieren. Jetzt geben wir noch eine kleine Koffeindosis. Hinter der Kamera mein Trainingspartner Anton. Der endlich mal nicht auf Koffeinentzug ist. Und Kameramann, leider würden wir mit Tripod aufnehmen, aber Amazon, danke für gar nichts. Hat natürlich nicht frühzeitig gebracht. Es kommt erst um 16 Uhr, aber wir sind verabredet für heute Abend. Leck mich, weißt du? Dann gehen wir jetzt einfach trainieren. Wir zerfetzen jetzt die Beine und Bauch. Wir sehen uns im Gym. So, Ladies and Gentlemen, da hinten ist das Gym. Wie kriegen wir da jetzt? Kameramann filmt es hin. Sieht man kaum. Ja, egal. Wir machen jetzt einen heftigen Legday. Mit Bauch natürlich, weil ich habe echt ziemlich krass Bauch verloren. Ich hatte da eine bessere Muskulatur noch bevor die letzten 2 Wochen. Aber habe da einfach abgenommen, weil ich habe nicht mehr so viel daran trainiert. Habe mich dann doch lieber auf Quads konzentriert. Da ist es, das gute alte Haus, Clearfit. Ja, jetzt eine kleine Trainingsmontage und wir sehen uns danach im Training wieder.
Also, daher wir den zweiten Leg Day in der Woche machen. Machen wird keine Squats, dafür mehr Leg Extensions. Mhm. Schön Quad-Fokus heute. Mhm. Ficken wir auf Hamstrings, die machen wir auch, aber nicht so extrem wie die Quads heute. Mhm. Satz, ne? Autsch. Heftiger Satz. Soll ich auch machen? Ich bin nicht jungfrau. Keine 25. Warte, warte. Wo sind die anderen 10? Erklären. Okay, dann erklär's nochmal. Wenn ich eine Freundin hab und wir haben so Filmeabend und so und dann gucken wir ein paar Mal ihre Filme, ja. Aber wenn wir nicht mindestens einmal Ronnie Coleman geguckt haben, der seine Tonne Beinpresse macht, dann will ich sie nicht. Das muss mindestens einmal in der Woche gemacht werden. Was war das gerade? Ich weiß, ich muss durchcashen mit meinem Arsch. So. Irgendwelche Luxusprobleme hier, Alter. So. Was ist denn Ihr Problem gerade? Oberschenkel. Ach so, ich? Ja. Und noch ein. Und noch ein. Und noch ein. Und noch ein. Situation, wir wollten jetzt eigentlich entweder Hamstrings oder Squats machen, je nachdem was Quads, je nach Hamstrings oder Quads machen, je nachdem was frei ist. Irgendwie ist aus das nächste davon frei. Und jetzt gibt's schön Waden. Und da hat jemand auch ganz, ganz sehr viel Bock drauf. Was machen Sie hier? Was machen Sie hier? Ja. Was? Irgendwas. Pideras. Was ist ein Pideras? Farmers Walk, ist Bock heute drauf. Was? Farmer Walk heute ein bisschen machen. Hast du Lust? Thank you.
halt mal ein bisschen gönnen. Ja. Das ist der Rest des Jahres, ich muss sagen. Wer sagt das? Gibt es irgendeinen Code dafür? Code Marco Matzler. Und dann kriegst du 20% weniger Wasser. Aber 20% mehr Gains. Wir sind bei der Hauptattraktion angekommen, die Leg Extension. Darauf haben wir schon die ganze Zeit gewartet. Let's go! Sollte funktionieren, ja. Okay. So, das war die Quad Routine. Jetzt nur noch die Hamstrings und dann halt noch ein bisschen Bauch. Bauch machen wir immer so einen Satz mit 20 pro Seite, beziehungsweise so maximal zwei, hängt halt von der Zeit ab. Weil, wie wir alle wissen, Bauch ist so ein bisschen overrated, also absolut geil. Was Beinburger für jetzt? Bauch ist overrated. Ja, Beinburger sind die Hamstrings, Bro. Achso. Ja gut, ich hab grad Hamstrings nicht gehört, scheiß drauf. Ja. Wir sind gleich bei den Hamstrings. Kriegst du jetzt eigentlich? Achso. Ich wollte gerade fragen, wohin du eigentlich gehst, Alter. Das hab ich letztes Mal gemacht. Hä? Das hab ich letztes Mal gemacht. Ich hab keine Ahnung. Strings und Mama, die Hamstrings trainieren, eigentlich soll man es nicht. Ich mach's heute. Aber ich hab keinen Bock. Jetzt sind wir im Hardcore-Bereich, den wir eigentlich die ganze Zeit sein würden. Wird Bauch gemacht. Danach gibt es dann Resultate in der Umkleidekabine. Ein bisschen flexen mit den Beinen, die wir nicht haben. Und ein bisschen essen. Also noch bin ich zu fett. Ach so.
okay. Und dann sind wir die Beine, Alter. Echt enttäuschend. Halt doch einfach die Fresse, Alter. Besser als meine Hühnerschenkel. Wow, Krampf. Wow. Hehehe, Opfer. Alter, hast du gesehen? Nein, ich habe gar nichts gesehen. Scheiße, was? Ja, Beine noch ein bisschen mit. Scheiß drauf. Was? Was? Hast du gesagt? Ich zeig die Beine noch ein bisschen mit. Wir können. Schon mit Körper eigentlich, also warte ab 2-3 Jahren, ich hab halt einen gut. Das sagen sie immer alle. Was? So, das war der Gym-Vlog. Das war heute unser Leg Day, unser Leg Chicken Destroy Day. Mein Chicken Leg Destroy Day. Ja. Yeah. Also, folgt mir für mehr. Folgt mir auf Instagram unter marco.lifts. Was hab ich noch? Naja, eigentlich ist das einzig Wichtige. Folgt mir einfach noch auf Instagram. Und hoffen wir mal alle, dass ich Sponsor kriege und dann bald noch bessere und noch tollere Videos aufnehmen kann. Und ja, bis zum nächsten Mal. Wir melden uns doch wieder hier. Post-Workout-Meal. Jetzt ist Rocco bei.